Guten Morgen, liebe Leute. Es ist soweit, wie angekündigt, 22. März. Wir haben es jetzt kurz nach, ich glaube kurz nach 9, genau 9 Uhr. Wir satteln jetzt den Bomber und dann fahren wir heute los zu unserer versprochenen Tour Richtung Genua. Wir fahren heute bis nach Langenau, sind so 530 Kilometer über Autobahn, nicht sehr spektakulär, aber die Fahrt müssen wir machen. Wir müssen jetzt schnell sein, erstmal Kilometer machen, damit wir da unten noch ankommen. Wir nehmen euch auf die Tour mit. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar gute Bilder und Eindrücke vermitteln kann. Bis später. Gehört natürlich bei jeder Autobahnfahrt dazu. Ein Stau. Parkplatz. Ja, zweite Tankstopp. Jetzt sind wir schon ungefähr 100 Kilometer vor Langenau. Haben um die 400 Kilometer abgespult. Leider eine Stunde im Stau auf der A7 gestanden. Aber wir sind guten Mutes. Es sieht zwar, wie ihr seht, ein bisschen bewölkt und bedeckt aus, aber das Wetter war trotzdem mega gewesen. 3-4 kleine Regentropfen bis jetzt. Alles cool. Ich hoffe mal, dass es auch alles so bleibt. Drückt uns die Daumen, dass es so weitergeht. Bis denn. Hallo ihr Lieben, ja, Status Tag 2, es hat heute Nacht hier in Langenau geregnet, jetzt hat es Gott sei Dank aufgehört, wir haben es jetzt kurz nach 9, Hermine und ich, wir satteln gerade das Moped,
Der Hotelchef hat uns freundlicherweise gestern gleich eine Garage zur Verfügung gestellt, dass die Harley trocken stand. Fand ich ja mega. Also ganz, ganz tolles Hotel. Wirklich klasse. Jetzt machen wir uns mal auf den Weg. Heute ist die Etappe nach Genua. Sind 570 Kilometer, Entschuldigung, mit etwas über 6 Stunden Fahrt. Aber es ist natürlich mega windig. Und wir haben gesehen, Gemeinde Toussis, Schweiz. Da soll es ab 12 Uhr richtig regnen. Wir schauen mal, was passiert. Drückt uns die Daumen, dass wir gut durchkommen. Und bis später dann. So, wir sind unterwegs, haben Langenau verlassen und fahren jetzt wieder auf die Autobahn Richtung Kempten, Stuttgart, und dann geht es weiter Richtung Schweiz. Da soll das Wetter uns ein bisschen umhauen, wenn wir Pech haben, aber dann müssen wir halt durch, mal 2 Stunden. Und dann sollen wir heute so gegen 16.30 Uhr wohl in Genua sein. Hoffen wir mal, dass das alles so klappt. Tja, jetzt wollen wir vor dem Regen so ein bisschen wegfahren und eigentlich gut Meter machen. Jetzt hast du ja nach 20 Kilometern schon wieder den ersten Stau. Also die A7 ist echt eine Katastrophenautobahn. Jetzt hoffen wir mal, dass der Stau sich doch recht schnell auflöst und wir dann wieder Zunder geben können, weil es sind ja noch ein paar Kilometer, die wir heute vor uns haben. Tja, Leute, Moped fahren ist ein tolles Hobby. Bei schönem Wetter kann das auch jeder. Aber wir haben uns das irgendwie jetzt gerade heute falsch ausgesucht. Wir haben Staus ohne Ende, wir haben Wind, es ist angefangen zu regnen, also jetzt kommt alles. Ich glaube, umso schöner wird das in Genua werden. Außer da passiert auch noch irgendwas, aber ja, heute ist ein spannender Tag auf jeden Fall. Sind eine Stunde unterwegs, haben wir schon 30 Kilometer geschafft. Also sensationell. Ja, die österreichische Grenze läuft, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch noch Hagel. Man sieht, haben wir bestes Wetter. Gibt's doch nicht, oder? Da fährst du durch die Schweiz und dann sowas.
Alter, guckt euch das an. Das hat auch wirklich der Schnee überrascht. Da oben am Pass. Hier sind wir Gott sei Dank Nähe Lugano schon mal. Ja, wir sind auf jeden Fall belohnt worden für diese Tortur, dass wir das gemacht haben. Ah, das Moped. Wunderschönen guten Morgen. Ja, kurzes Update. Heute ist Tag 3. Wir sind gestern Abend in Genua angekommen. Boah, gestern war Katastrophe gewesen vom Wetter her. Am San Bernardino war noch ein mega Schneeeinbruch. Das habt ihr ja schon gesehen. Wir sind irgendwann wirklich verspätet, aber gut in Genua angekommen. Haben dort eine Privatunterkunft gebucht. Ja gut, was die Leute so in diesen Annoncen immer schreiben bei Booking und ähnlichem, ist natürlich schwierig, ne? Also, und was erwartet man auch als Allmann, als guter, sauberer Deutscher? Natürlich eine gute, saubere Bude. Ist hier nicht ganz so. Aber es ist für 2 Nächte. Wir konnten die Motorradklamotten trocknen, die gestern sehr, sehr nass geworden sind. Jetzt gehen wir uns gleich fertig machen. Dann geht's hier zu einem Bäcker frühstücken. Und dann fahren wir heute Richtung Pisa. Wir haben 17 Grad. Es ist absoluter Sonnenschein. Das wird heute eine richtig coole Tour, glaube ich. Wir machen auch nur Pisa. Wir wollten erst Pisa, Florenz, Livorno machen. Aber nach der Tour, wir waren gestern knapp 10 Stunden auf dem Bike, machen wir heute mal Chili und fahren in 2 Stunden an der Küste lang nach Pisa. Machen dort ein bisschen Sightseeing, ein bisschen was essen gehen. Und dann geht's wieder zurück. Dann gucken wir uns Genua noch ein bisschen an bei Hellen. Gestern Abend war es schon sehr, sehr dunkel. Aber so machen wir's. Weiter geht das Abenteuer. Bis dann. So wacht man morgens natürlich gerne auf. Blick aufs Meer, die Sonne ist da. Gut, der andere Ausblick ist nicht so cool jetzt. Aber auch typisch italienisch. Alles voll Roller. Und wie man sieht, Moped ist auch noch da. Das ist natürlich alles andere als ein Privatparkplatz, finde ich. Aber gut, Hauptsache es ist noch Fahrstuhl von 1929. Ich weiß immer gar nicht, ob man sowas vertrauen sollte. Gestern ist es schon stecken geblieben. Witziges Teil in diesen alten Mafia-Filmen. Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja. Also Motorradfahren, Autofahren in Genua, das ist echt eine Sache für sich. Du musst nach vorne, nach hinten und im laufenden Spiegel gucken. Es kommen dir Jogger alles entgegen und die Straßen sind irgendwie alle klein. Also das ist eine echte Herausforderung. Aber durch den Meerblick wirst du natürlich ordentlich belohnt. Komische Tankstellen hier alles. Ja, ach, er wieder. Harley Davidson Genua mit seinem Roller. Ja, ich bin aufgestanden. Danke. Gut. Ja.
Ich bin ja schon viele Berge und Pässe in Österreich gefahren. Aber so eine Strecke hier, so lang mit so vielen Kurven, Wahnsinn. Straße heißt SS1 Via La Spezia. Naja, bin mal gespannt, wo wir noch so. Also bis nach Pisa würde ich natürlich nicht so gehen. Aber es ist eine super geile Überlandfahrt. Es gibt zwei Strecken von Pisa, von Genua nach Pisa. Einmal über die Autobahn mit 1,45, 145 Kilometer und einmal sind es irgendwie 150 Kilometer. Mit über 4 Stunden. Wir haben uns gefragt, wieso 4 Stunden? Was kann daran so lange dauern? Aber ich weiß es natürlich. Dass jedes kleine Dorf. Na, Mädchen. Hat sie die richtige Spur nicht getroffen? Also Wahnsinns Motorradstrecke. Wahnsinn, Wahnsinn. Wer Bock auf Kurvenfahren hat, mega. Ich wäre zwar ehrlich gesagt lieber unten an der Küste weitergefahren. Aber ich denke mal, da werde ich noch ein paar Kilometer von haben. Ich komme jetzt aus dem Gebirge langsam wieder raus. Dann wird es wieder ruhiger. Ja, wir sind jetzt auf der Via Aurelia unterwegs. Das ist die Verbindungsstraße zwischen, ihr hört schon, warte mal. Genau. Hier geht es nämlich von Genua nach Pisa. um eigentlich ruhig und chillig an der Küste lang zu fahren. Aber irgendwann wird das dann automatisch umgeleitet, oben durch die Berge durch. Und dann ist hier nur Alarm. Nur Alarm. Das sind natürlich viele Fahrradfahrer, aber auch mega wie Biker. Also wer Kurven mag, sollte hier lang fahren. Brutal. Ich glaube 2 Stunden Kurvenknallen ist das. Ich mach gleich weiter. In Deutschland sagt, wir wären zu laut und würden zu schnell fahren, müsste man nach Italien. Alter Schwede. Brutal. Sind wir kurz vor Pisa, meine Frau hat die Bäume bemerkt, die habe ich gar nicht so wahrgenommen, dass die alle irgendwie komplett krumm und schief wachsen. Sieht ja total urig aus. Wenn sie jetzt alle rüber wachsen würden, würde ich es ja verstehen, ne? Aber komisch. So,
So, jetzt gucken wir uns da mal ein bisschen Baufusch an. Und der eins müsste in Italien wissen, das sind diese verdammten Zahlstationen auf den Bezahlstraßen, sagen wir es mal so. Die machen mich ja richtig irre und kosten teilweise richtig Geld. Also immer genug Kreditkarte mit einstecken. Und das ist teuer. Ja Leute, jetzt sind wir wirklich an diesem komischen Bauwerk. Man soll es nicht glauben, für Baufusch wird man berühmt. Verrückt, gell? So, meine Frau muss ein bisschen Nippes kaufen. Wir brauchen nämlich unbedingt den Magneten, weil egal wo wir sind, im Urlaub oder Sehenswürdigkeiten haben, wird ein Magnet für den Kühlschrank gekauft. Der fällt zwar schon bald um, aber sie sammelt weiter. Ist ja auch gut so. So, jetzt gibt es erstmal ein leckeres Eis. Die Fahrt hierher war sensationell gewesen. Also wir sind ja von Genua nach Pisa über Landstraße gefahren. Das war der Knaller, wirklich der Knaller. Richtig war es los hier. Wahnsinn. Sonntag natürlich. Die Bude ist voll, voller Leute. Und das schiefe Haus. Schiefe Turm von Pisa erledigt. Ja. Feierabend hier.